Super, habe ich das auch schon. Und hier geht's weiter. So, den nächsten Menschen geholfen. So, das haben wir. Da sitzt die Frage. Ich finde es ja so ein bisschen gut, dass man so einigermaßen schon Bescheid weiß, was man so machen soll. Aber es, man kriegt es halt auch nicht wirklich gesagt. Klar, natürlich, ich meine, es sind Füchschen. Finde ich auch gut, dass die in ihrer eigenen Sprache miteinander kommunizieren. Nett, dass die irgendwie, was weiß ich, so Fury-mäßig anfangen und in einer menschlichen Sprache sprechen, sondern dass es einfach selbst Eigenerkenntnis ist. Nein, das Wasser, es steigt. Soll ich da lang? Nee, da nicht. Oder kann ich da lang? Die nächste Frage ist, will ich da lang? Okay, die Steuerung sagt nein. Kann ich schneller schwimmen? Nein. Ah, da lang muss ich also. Okay, ich will trotzdem hier nochmal gucken, ob ich hier noch irgendwas finden kann. Obwohl, warte mal, von hier kam ich. Ist egal, hole ich mir nochmal eine Geisterladung ab. Ja, das machst du super. Ich habe zwar gesagt, dass ich hier diesmal etwas anders da aufnehme. Bedeutet, dass ich jetzt nicht auf die Uhr achte und gucke, dass ich nach einer halben Stunde Tschüss sage und dann wieder Hallo. Aber trotz alledem würde ich ganz gerne ein bisschen die Uhr mit im Auge behalten, dass ich halt regelmäßig, dass ich nicht vergesse, die Fellfarbe zu wechseln. Da ist wieder eine Blume. Aber sonst gibt es hier nichts. Na gut. Ah, die Musik ist super. Auch wenn es ein relativer, Loop ist, ein Musikloop. Aber der ist ebenso genial wie... Super. So, die Frage ist jetzt nur, wo hole ich mir die nächste? Ah, hier. Ich habe so das Gefühl, dass die Musik langsam richtig laut... Oh, der hat blaue Augen. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie geil. Oh, super. So, hier haben wir jetzt noch wieder einen Stab. Kann ich den überhaupt aufnehmen? Oh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht gebuggt. Ah. Kann ich das nicht wieder wegnehmen? Ach, schade. Eigentlich komisch ist, warum kann er das nicht aufnehmen? Och, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt wirklich. Da würde ich ja jetzt am liebsten gleich neu laden. Ah, na gut. Wie gesagt, dann habe ich es halt verkeigt. Kann mir aus meinen Fehlern lernen. Ich kann da nicht rein, okay. Na gut, da muss ich mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Ich glaube, im Stream waren wir etwas weiter, was das angeht. Aber auf der anderen Seite... Okay.
Okay. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Hier lang wahrscheinlich. Ja, da lang. Ich habe aber auch noch keinen Zauberer gesehen oder keine verirrte Seele, den ich dem hätte dieses Ding, diesen Zauberstab geben können. Ah, okay, das sind solche Sachen. Okay, wo wir uns ein bisschen beeilen müssen. Nein, nicht runterfallen. Warte mal, da war ich. Wenn jetzt hier oben irgend so ein Verwandter, also so eine Wanderseele oder was weiß ich was das sein soll, liegt, dann werde ich natürlich... Das ist natürlich ärgerlich. Na komm, schaffst du. Super. Na gut. Hier kann ich mir wieder eine Geisterladung holen. Ich könnte das Portal hier aktivieren. Ich glaube, dass es ein Portal ist, diesen nordischen Runen. Ich bin mir so nicht ganz sicher. Jetzt kann ich das Wasser ablassen. Das ist... Muss ich da unten lang? Oder nicht? Ich will da hoch. So, bei den Blumen holt sie hier nochmal eine Ladung ab. Super. So, geht's, hier geht's weiter, okay. Kommt da jetzt nochmal was? Ja, da kommt Wasser raus, aber da kann ich weiter hoch, okay. Ja, ist ja gut, ich weiß doch, wie es läuft, wie es... Ich kenne doch die Steuerung. Nein! Na wohl, das schafft er auch so. Also ganz... Perfekt ist die Steuerung noch nicht. Aber ich will mich echt nicht beschweren. Was das angeht. Das Spiel ist einfach schön genug, dass man da eine Steuerung, die manchmal ein bisschen buggy aussieht, durchaus verzeihen kann. Sag mal, kann ich mir jetzt auch mal eine Ladung holen hier? Hallo. Klappt nicht, weil ich nicht auf einer Höhe bin. Na komm, dann holen wir uns hier nochmal was. Super. Jetzt gehen wir dann auch zurück, wenn wir das schaffen. Jetzt die Frage. Ah, der Wasserspiegel sinkt. Dann muss ich doch wahrscheinlich in die Vertiefung darunter. Wie er da steht. Das ist doch nicht normal. Ich meine, klar, wenn er ein bisschen schräg steht, ist es okay, aber das in der, so halbwegs in der Luft. Naja, gut. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, man kann so Sachen schon immer verzeihen. Kann ich immer noch eins aktivieren? Jetzt ruckelt, na, jetzt ruckelt es aber ein bisschen. Warte mal. So, das kann ich hier wegnehmen. Und kann es hier abladen. Ich glaube, das wird richtig komplex später. Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass es mal, dass es später mal richtig komplex wird. So, dass man mit mehreren mehrere Schalter zeitgleich oder mehrfach irgendwie anders betätigen muss.
Ich weiß nicht, wie man diese Wellen irgendwie... Na gut. Dann will ich mal gucken, wie ich das hier alles so ein bisschen... Ich werde jetzt hier einfach mal wechseln. Hier werde ich das Fuchsgewand mal wechseln. Weil hier draußen passt das einfach besser. Sieht auch wesentlich hübsch. Ja, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Von daher, ich würde am liebsten mit zwei Füchschen spielen. Obwohl ich, wie gesagt, immer noch so schade finde, dass der eine Fuchs so ein bisschen verletzt wurde und der andere Fuchs sich so ein bisschen dafür geopfert hat. Ist zwar natürlich storytechnisch wunderschön, ne? Der eine Geisterfuchs, dem tut es leid, dass er dem da irgendwie in die Falle gelockt hat oder woanders dahin gelockt hat und dementsprechend will er den ein wenig unter die Arme greifen. Das ist natürlich klar. Aber ich muss sagen, das mit diesem Jagen hat mir durchaus wesentlich mehr gefallen. Es hatte so ein bisschen was Spielerisches. Aber na gut, man muss das Spiel so nehmen, wie es ist. Auf jeden Fall ein wunderschöner Titel. Eins von den Spielen, wo man jetzt nicht mit rechnen würde. So, hole ich mir hier noch einmal eine Geisterladung. Na komm. Super. Give me your power. Der Fuchs ist super. So, Oh, da sah der, da habe ich den aber schon echt fliegen sehen. Oh je. Das wird schon echt noch... Also wirklich, ich habe da wirklich gerade so ein bisschen Bange gehabt. Warte mal. Weil wenn der halt so fliegt und irgendwie... Ich weiß, dass er ja keinen Schaden nehmen kann. Das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen die... wie soll ich das sagen? Natürlich das Wissen, wenn man halt das Spiel spielt und man weiß, okay, es wäre dann irgendwie vorbei, wenn der Fallschaden und so nehmen würde. Das würde auch zum Spiel selbst nicht so passen. Aber man fiebert ja trotzdem so ein bisschen mit, ne? Vor allem, wenn er also rumfliegt, dann... nichts machen. Na gut. So, kann ich hier lang? Nein, ich muss hier lang. Das ist schön hier. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr farbenfrohe Gegend. Okay, das ist wieder ein Geysir. Allerdings muss ich den erstmal aktivieren. Und das mache ich natürlich. So, die Frage ist, kann ich mir jetzt irgendwo hier noch eine Geisterladung holen? Da hinten. Ich will natürlich auch nicht so viel rennen, weil das erschöpft den kleinen Mann, ja. Oder die kleine Dame, das ist ja euch unter... das ist ja noch ein bisschen... euch vorbehalten. Können natürlich auch eine Fuchsdame machen, das ist kein Problem, wenn ihr das möchtet. Von daher noch bin ich in der ersten Aufnahmesession und nach der zweiten Aufnahmesession weiß ich dann, wie ihr diesen Fuchs nennen wollt. Und dann könnt ihr natürlich auch mehrere Namen nehmen, für jeden Skin einen. Dass man sagt, der rote ist halt eine Fuchsdame, der helle Fuchs ist halt eine Fuchs, ist halt ein Fuchsmännchen oder je nachdem. Okay, das muss ich genau abpassen.
Oha. Das hat ja beim... Da hat die Landung beim Zusehen ja schon fast wehgetan. Ist natürlich nicht so sonderlich super. Kann ich hier eigentlich auch zurück? Nein, hier soll ich nicht zurück. Na gut, hier kann ich mir aber auf jeden Fall... Gut zu wissen, dass ich mir hier noch was holen kann. Nein! Ach, Mist. Wunderbar. Ich hoffe, ich muss nicht da irgendwie entlang springen. Hier bei diesen kleinen Stufen. Ich glaube, das wird mit nichts. Oh, nein, 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 nein. Es tut mir immer so ein bisschen leid für den. Für diesen Fuchs, wenn er halt irgendwie so ein bisschen... irgendwie komisch hinfällt. Das will ich natürlich wirklich vermeiden. Warte mal, kann ich das vielleicht ablegen? Dann lege ich das hier mal kurz ab. Holen wir nochmal eine Geisterladung. Na komm. Warum geht das nicht? Jetzt. Hat ein bisschen gedauert. So, hier ist wieder ein Stöckchen. Die Frage ist, wo kommt der nächste, wo ist der nächste Wanderer? Ich hoffe nicht da oben. Aber ich befürchte doch. Ah, das war so klar. Das war so klar. Ach. Super. Bitteschön, Meister. Oder Meisterin. Das ist ja... Von den dicken Mänteln, die Leute da anhaben, ist es immer noch ein bisschen offen. Von daher... Oh, ist das schön. Oh nein, ich habe einen Menschen vergessen. Ich kann mir wahrscheinlich genau vorstellen, wo das gewesen sein könnte. Na gut, wie gesagt, muss ich halt dann mit leben. Wird jetzt kein gezwungener 100er Run. Trotzdem versuche ich so viel wie möglich mitzunehmen. Ab hier wird es auch, glaube ich, unbekannt. Ich glaube, im Stream waren die hier noch nicht. Ich habe das hier mal im Stream angespielt, um es mal euch so ein bisschen zu zeigen. Nein! Das sollte so doch gar nicht laufen. Na gut. Da lang muss ich. Die Frage ist, muss ich da lang? Will ich da lang? Ah, hier muss ich noch ein bisschen aufpassen. Glaube ich, dass ich da aufpassen muss. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Kann natürlich auch sein, dass man damit die Story so ein bisschen verändert. Das wäre natürlich extrem mies. Beziehungsweise, also gameplaymäßig ein extrem genialer Schachzug. Wenn man zum Beispiel jetzt hier, ich mache jetzt da oben links das Rote irgendwie nicht weg. Sondern fange halt irgendwie... Renne jetzt rechts gleich weiter hin und dann bin ich halt in diesem roten Dingsbums, da fängt er an zu niesen und kann das alles nicht so wirklich aushalten. Und so ein Kram.
Was muss ich hier machen? Okay, die Zeichen mit den Füchsen sind echt super. Wirklich, das sieht richtig genial aus. Mal ganz kurz, muss ich da lang? Ich weiß es nicht, ob ich da wirklich lang will. Ich will da eigentlich hier hoch eher. Die Frage ist, schaffe ich das? Da sind Scheinfelsen zu sein. Na gut, das war die andere Seite, die kennen wir ja schon. Da hoch oben war ich. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie hin. Die Frage ist, wie? Warte mal. Wollen wir was probieren? Na komm, nein, 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 nein. Super. Warte mal, da hoch komme ich so nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Okay, hier wird mir auch nichts angezeigt. Na gut. Wenn ich das so mache, kann ich hier hin? Ja. Und dann kann ich das hier aktivieren. Dann wird wahrscheinlich Wasser abgelassen und dann kann ich... Genau. Sieht das jetzt nur so aus? Na komm. Subi. Muss nur gucken, dass ich hier nicht so stark runterfalle. Kleiner Schlawiner. Okay, jetzt geht das Wasser nach oben. Steigt das Wasser wirklich oder sieht das nur so aus? Sieht für mich nämlich eher so aus, würde sich da ein Weg auftun. Die Frage ist allerdings, was geht da vor sich? Da der aber eben schon die Nase gerümpft hat, der Kleine, will ich da sehr ungern lang. Wisst ihr, was ich meine? Von daher gehe ich erstmal den anderen Weg. Es hat nur die Frage, verbaue ich mir da irgendwas von der Story oder nicht? Wow. Das war ein bisschen hart. Ich hatte gedacht, ich krieg den Sprung noch irgendwie... Ich hatte gedacht, der Geysir nimmt mich nicht so mit. Aber dass er mich über die halbe... über die halbe Gegend schießt. Das war natürlich so nicht geplant. Na gut, vielleicht kann ich das irgendwie anders da machen. Kommt er hier hoch? Ja, super. Du sollst darüber springen. Na komm schon, Kleiner. Ja, mach ich mal sauber. Oh, du sollst darüber springen, habe ich gesagt. Mann. Da ist man dann schon so ein bisschen... Oh. Ist die Plattform zu kurz, um darüber zu springen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Na siehste, klappt doch. Ein bisschen gut zureden und dann passt das schon. Na komm, das schaffst du. Super. Aha. Okay, hier waren wir schon.
So, dann will ich mal gucken, ob ich hier unten irgendwie... Ja. So, gibt es hier hinten noch irgendwas? Hier so einen versteckten Wanderer oder so? Nein. Aha. So, ich muss das also bläulich einfärben. Das ist soweit okay. Die Frage ist nur, wo finde ich das nächste? So, hole ich mir hier nochmal was. Ich will was probieren. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt. Wo geht's hier lang? Ah, hier geht's nirgends lang. Ins Wasser! Platsch! Na gut, zum Glück, wir sind ja auf Wasser gefallen. Von daher hat ihm das jetzt nicht so weh getan. Also ein Bauchplatscher ist trotzdem nicht angenehm. Da muss ich mich bei meinen Zuschauern entschuldigen für die offensichtliche virtuelle Tiergrausamkeit des kleinen fuchsigen Bauchplatschers. Aber ich denke... Nein! Oh, das war gemein. Das war jetzt wirklich gemein. Da kann ich ja nicht mal was für. Errungenschaft Spirit Bark.